So, hallo, wir machen weiter bei Jump 2. Das letzte Level der Special World steht noch vor uns. The Bridgekeeper's Third Question. Die dritte Frage des Brückenbewahrer. What the fuck? Ist das Kunst oder kann das weg? Was ist hier kaputt? Außer alles. Also da oben ist irgendwie eine Shell. Oh, wait. Bringt das mir jetzt was, dass ich das jetzt durchlaufen kann? LUL! Einfach nur Shell her. Aber das reicht nicht. Hä? Das war's nicht ganz. Das auch nicht. Habe ich es einfach nur schlecht gemacht, oder? Gleich in grün. Ich kann mir halt vorstellen, dass ich mit der roten Shelly am Anfang irgendwas anders machen muss. Ach, der kann die ja wegkicken. Ich bin ja dumm. Wir können es ja genauso machen, nur dass er die jetzt halt weggekickt hat. Vielleicht ist es jetzt ja besser. Irgendwas anders? Außer, dass der die jetzt da hochgekickt hat? Nö. Man hört mehr. Ey, was? Morsel, was willst du von mir? Wait. Was passiert, wenn wir den da verfrachten? What? Toll. Das war's auf jeden Fall, was wir tun wollten. Ah, der kommt wieder. Kuckuck. Hä? Das hilft mir jetzt nicht wirklich dabei. Irgendwas ist hier mit den Screens, was man beachten muss. Ich weiß nicht wie, aber... Was kann ich denn tun? Was passiert denn hier? Ah ja. Ja,
und nü. Yo! Dann läuft der halt hier rum. Es wird nicht besser. Es ist doch pures Trial and Error. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Und warum das irgendwas bringen sollte. Ja, jetzt ist der hier. Cool. Cool. Yay, ich kann Yoshi zum Laufen bringen. What the heck? Was nützt es denn, wenn er das da hochpfeffert? Irgendwie muss eine Shell halt da unten den On-Off drücken, aber wie? Ich hatte ihn ja schon da unten, aber halt verkehrt rum. Hinten und vorne überhaupt keinen. Ich habe keine Ahnung. Haben wir nicht jetzt schon genug Puzzlekram in Jump gemacht? Vor allem, wo kommt diese andere komische rote Shell da drüben plötzlich her dann, ne? Und der pfeffert die da hoch und. Jetzt läuft er da runter, cool. Und jetzt kommt er so. Und der müsste aber andersrum kommen. Der müsste sich jetzt rumdrehen irgendwie. Sag mal, ihr wollt mich doch veralbern. Was soll ich tun? Was? Eigentlich ja nicht. Der hat ja trotzdem plötzlich irgendwo eine rote Shell aus dem Rand her. Ich kann auch nicht scrollen. Fehlt mir denn schon wieder gedanklich? Welche Information fehlt mir denn schon wieder? Ich verstehe es nicht. Wie kommt er da wieder her? Was ist das hier? Andersrum. Du musst dich drehen und dann die Das funktioniert nicht. Aber sie einfach wegnehmen, die Shell ist ja auch Quatsch. Kann sie auch mal hochpfeffern. Hochgepfeffert. War es wahrscheinlich die Lösung, ja.
genau das soll man tun. Ich hab keine Ahnung. Was ich hier tun könnte. Ich meine, ich kann. Nee, kann ich nicht. Der wirft ja sofort weg. Ah, doch, kann ich. Hatte ich's doch gerade. Nee. Nein. Ja. So, ich kann ihn darunter pfeffern, sodass die... Ah, jetzt mein Yoshi weg. Ich wollte sagen, was passiert, wenn ich jetzt die grüne Schelle hinterher schieße, aber... Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das irgendwas nützen soll. Ich verstehe ja nicht, was da oben abgeht. Weil jetzt ist Yoshi eh weg, von daher ist egal. Das war nicht, was ich wollte. Das wollte ich. What? Ich hab's kaputt gemacht. So ist es niemals gedacht. Weil ich habe jetzt hier die Hälfte von dem Zeug gar nicht verwendet. Aber soll mir recht sein. Ich habe keine Ahnung, was ich getan habe. So. Kriegen wir die nächsten Rätsel bitte besser gelöst. Also Yoshi muss mit Sicherheit am Leben bleiben. Aber wie kann Yoshi am Leben bleiben? Ah! Klar. Ah! Hier darf ich die nicht ausspucken. Okay, aber auch... Ups. Auch da haben wir ja was gelernt. Wenn ich die... so reinziehe... Wenn die nicht rutscht, sondern einfach so fährt... löst die den dann off aus. Einmal. Jetzt komme ich nicht mehr ran. Jetzt komme ich nicht mehr ran. Ich kann die, also ich kann nicht beide behalten, beide gelben Shells, das glaube ich nicht. Ups, das wollte ich nicht. Ich kann nicht beide behalten, also das glaube ich nicht, weil
In dem Moment, wo ich den grauen Piece drücke, kann ich nur maximal eine im Mund haben. Ach shit. Geht's auf jeden Fall nicht weiter. Die kommt immer wieder. Auch wenn ich sie da runterpfeffer? Ja. Also die kommt immer wieder, aber wie... Ist der Anfang von dem Rätsel schon falsch, ist halt die Frage. Ich kann nicht beide behalten. Das geht nicht. Wait, es geht doch. F, es geht doch. Ich kann beide behalten. Ja. Ich darf nur die Münze nicht einsammeln. Genau die. Okay, perfekt. Jetzt ist die nämlich wieder da. Und jetzt habe ich zwei Shells. Und dann, haha. Nee. Das wird nicht reichen. Aber es ist ein Ansatz. Es ist mehr als ein Ansatz, den wir vorhin hatten. Ups. Die Frage ist jetzt, kann ich die... Ach so! Hä, ich habe jetzt ja... Ach so, ja. Geht da ja kaputt. Okay. Mir jetzt herzlich wenig. Aber cool, dass wir drüber geredet haben. Kann er dies so auslösen? Das war nicht, was ich wollte. Idee. Basuf. Dreht die sich rum, wenn ich den hier mache? F. Ja, aber nicht ganz, wie ich das wollte. Okay, dann wird es jetzt hier ein bisschen eng. Jetzt, perfekt. Ah. Ah. Ah, okay. Und jetzt ist die Nee, jetzt ist die nicht mehr rumgedreht. Jetzt ist sie ja im Mund gewesen, jetzt ist sie wieder richtig rum, ne? Nein! Und jetzt dreht er sie nämlich rum. Hahaha. Plan ging komplett auf. Nice. Okay. Gut, das war einfacher, das Rätsel. Oh, jetzt wird's immer wilder.
Okay. Okay, was kann ich tun? Ich kann die Shell essen. So. Mit der Shell kann ich den dann aufdrücken. Ich kann ganz oft den dann aufdrücken. Und dann kommt der Pieswitch hier runter. Auch nicht. Aber im Endeffekt will ich den P-Switch drücken, ne? Ja. Im Endeffekt will ich den P-Switch drücken. Aber an den komme ich ja gar nicht ran. Ach ja, ich bin dumm. Ja, liegt eigentlich ja schon richtig, ne? Ja, fast. Jetzt liegt er richtig. Jetzt müssen wir den nochmal drücken können. Wir kommen der Sache näher. Wieso löst sich jetzt der Block da nicht an? Ah. Das Ding ist, wo kommt denn die eine Shell da eigentlich plötzlich? Ups. Wo kommt denn die eine Shell da oben plötzlich her? Ah! Ah! Jetzt! Die landet immer wieder da oben drauf. Ich verstehe. Hä?
landet immer wieder da oben drauf. Die kriege ich also nicht. Kriege ich die so? Nein. Ich habe gewundert. Jetzt müsste man halt irgendwie noch mal den Kollegen da oben drücken können. Na? Wo ist mein Denkfehler? Ich habe zumindest hier Denkansätze. Das ist schon mal mehr als in anderen Räumen. Trotzdem ist es noch überhaupt nicht optimal. Ich muss es irgendwie schaffen. Wait. Nee, das ist alles zu. Das ist alles zu. Das ist alles zu. Oh. Moment. Ich die dann noch mal hoch irgendwie. Das wollte ich nicht. Er ist stampfen. Bringt mir das irgendwo irgendwas? Ich wüsste nicht wo und ich wüsste nicht was. Springen auch so hoch, ohne dass wir den das erstmal auslösen, aber das nützt mir auch nichts. Das würde aber bedeuten, dass das komplette Konstrukt gar nicht notwendig ist. Das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. Ey, es riecht auf. Was tut? Wenn ich an einen von den Panzern wieder rankommen würde, das wäre ja schon mal ein
Teil erfreuen. Alter, wieso passt denn das nie? Oder wenn die Shell eins tiefer wäre, aber auch das kriege ich nicht hin. Krieg ja nur den P-Switch raus. Den P-Switch muss ich direkt drücken, den kann ich nicht. Ich meine, gut, ich könnte. Geht das? Okay, er geht sofort kaputt. Ich kann nicht duplizieren. Never mind. Ich bin dumm. Ja, das war auch dumm. Aber ich hab's verstanden. Jetzt habe ich's verstanden. Oh mein Gott, ich kann ihn ja nochmal hier drücken. Sorry. So, jetzt ist aber die Frage, also trotzdem, es wirkt noch nicht, als ob ich ja alles richtig gemacht hätte. Aber wir können uns erstmal hier. Ja, klar, hier fehlt noch was. Magician's Secrets. The hand that disappears the magic is quicker than the eye that follows Mario. Die Hand, die die Magie verschwinden lässt, ist schneller als das Auge, das Mario folgt. Ja, toll. Das heißt, ich muss irgendwie mit dem Screen rumspielen. Und hier muss irgendwie eine Shell landen, die dann den On-Off die ganze Zeit betätigt. Und ich brauche den P-Switch noch. Hä? Krieg ich die Shell offgescreen? Aber Yoshi kann ich da nicht mit rübernehmen. Glaube ich nicht. Oh mein Gott. Ich meine, es muss ja auch einen Grund haben, dass da drüben noch eine Shell runtersegelt. Aber wie soll ich da rankommen? Da müsste ich ja hier innen. Ich muss irgendein Konstrukt bauen, sodass der öfter gedrückt wird, der Piece, oder wie? Ah, ich bin dumm. Ich krieg die Shell wieder. Ich krieg die Shell wieder. Na super. Na super. Ich weiß nicht, wo ich sie ablegen soll. Ess sie halt nicht, Yoshi. Wo lege ich die ab? Hier. Natürlich hier. Okay, nein, den brauchen wir bestimmt auch noch. Okay. Wir haben die Shell behalten. So. Jetzt haben wir eine Shell mehr. Jetzt müsste das theoretisch hinhauen.
weiß halt nur nicht, ob das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Wir müssen es ausprobieren. Wir müssen es einfach ausprobieren. Perfekt. Jetzt ist die weg. Warum ist die jetzt weg? Warum ist die jetzt weg? Ah, Mann. Die screent mich hier auf, oder was? Sie screent off, aber nicht so, dass sie wieder reinkommt. Das ist doch bescheuert. Dann muss ich sie halt anders ablegen. Beispiel hier. Toll. Toll. Besser wäre es andersrum. Yoshi. Sei halt nicht immer überall im Weg. Bin ich da hoch? Kann ich die jetzt da drüben hinlegen? Nice. So. Das ist jetzt zwar Millionen Jahre lang im Weg, immer wenn ich hier rumwuseln will, aber ich müsste jetzt hier irgendwie durchkommen. Okay, neuer Versuch. Das war viel zu weit. Ich muss erstmal was testen. Ich kann die gar nicht mehr drücken, so, ne? Den kann ich gar nicht mehr so drücken. Der P-Switch muss noch laufen, während ich mit der Shell darüber gehe. Gleichzeitig muss der On-Off aber dann auch andersrum sein. Ich brauche irgendein Konstrukt. Ach Gott, ich brauche irgendein Konstrukt, was mir mehrfach hintereinander On-Offs auslöst. Wozu ist eigentlich diese Lücke da? Wenn ich die Shell irgendwie noch bekommen könnte. Aber dafür müsste das im Bildschirm bleiben. Und ich kann nicht scrollen. Aus der Position kriege ich jetzt halt nicht den On-Off hier gedrückt. Na, das ist das Ding. Ich kann nur wieder warten. Und dann aber... Nein.
Ne? Aus der Position kann ich auf keinen Fall den auch hier unten auslösen. Sheet. Das reicht nicht so, das haut nicht noch nicht. Was mache ich falsch? Außer alles. Kann man irgendwie den Kreislauf... Nee, kann man nicht. Nee, ich kann keinen Kreislauf erstellen mit dem Monorph hier. Da drüben sehe ich auch keine Möglichkeit für den Kreislauf. Das ist alles so Blödsinn, was ich mir gerade überlege. Kann ich den P-Switch recyceln? Nein, kann ich auch nicht. Ich komme da oben nur raus, wenn ich den P-Switch drücke. Anders komme ich da oben nicht raus. Ich komme nur an den P-Switch ran, indem ich da oben reingehe. Also das Problem ist, ich muss, nachdem ich den P-Switch gedrückt habe, nochmal... den On-Off drücken, weil ich komme aus dem P-Switch-Block-Ding auch nur raus, wenn der On-Off so ist, wie er jetzt ist, nämlich auf Off. Wenn der On-Off aber auf Off ist, sind rechts von mir die ganzen Blöcke fest, was schlecht ist. Das darf nicht sein. Da wiederum muss der On-Off auf On sein. Das heißt, ich muss es schaffen, nach dem... Entschuldigung. Nach dem Drücken des P-Switches... den On-Off auf On zu stellen, ohne dass der P-Switch ausläuft und so, dass ich noch eine Shell dabei habe. Dann ist alles gut. So viel zur Theorie. Was passiert eigentlich? Wenn die Shell da oben passt, da stehen würde. Hör doch mal auf. Alla! Ich will doch nur hier kurz raus, danke. Wenn die... Ah, nee, ich kann Yoshi hier nicht. Hier kann ich Yoshi parken. Ach, hallo. Wait, seht ihr, was ich sehe?
Die Magie verschwindet schneller als das Auge, das sie sieht. Was ist denn dafür? Wo kommt die denn her? Und wann ist die verschwunden? Was soll ich damit? Ich meine, damit könnte ich dann Yoshi rüberbringen, okay. Aber wann ist die verschwunden? Weil vorhin, als ich dahin bin, war die nicht mehr da. Hä, wann verschwindet die denn? Wenn ich ihn dann off drücke. Nee, nur wenn ich da hochgehe, verschwindet die. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Nicht mehr nur ein bisschen. Komm, Yoshi, mach einen Abflug. Tschüss. Ha. Das ist ja crazy. Ich wollte aber was anderes testen. Dafür muss ich irgendwie Yoshi jetzt nochmal vernünftig. Ja, hier kann ich Yoshi parken. Sehr gut. Nein. Muss dann eh noch mal resetten, aber für das, was ich testen will, kann ich das noch hier machen. Ach, Mensch. Ja, okay, so, jetzt kann ich das testen. Vielleicht. Dann wieder rüberkommen. Oder ich lege sie doch da drüben hin, aber dann halt näher an den ran. Das sieht doch ganz gut aus für das, was ich testen will. Das war nicht gut. So. Wenn ich jetzt den hochschieße. Nein, der läuft nicht von selbst in die Shell rein. Das war mein Gucken, was ich. Ich wollte gucken, ob das passieren könnte. Kann es nicht. Und die Magie verschwindet, sobald ich da hoch. Was? Das heißt, jetzt ist die Magie da und dann gehe ich da hoch. Aber wenn ich nicht hochfliege, verliere ich den Screen nicht aus dem Auge. Aha. Hilft mir das was? Nein. Alter. Komplett lost. Weiß es nicht, was ich tun könnte.
Ich habe keine andere Option, an den P-Switch zu kommen. Ich krieg die Shell da oben nicht raus. Ich wüsste nicht mal, was ich mit der Shell soll. Ich kann, nachdem ich den P-Switch gedrückt habe und da rauskomme, nicht nochmal den On-Off drücken, ohne... Entschuldigung. Ohne, dass der P-Switch ausläuft. Weil dafür hatte ich mir da drüben ja die Brücke gebaut. Ich bin überfragt. So, ich habe jetzt die Lösung nachgeschaut. Und zwar bei Dode, heißt der, glaube ich. Der hat den Hack durchgespielt. Da habe ich mal geguckt, der hat es gestreamt. Und das Segment, wo er dieses Level spielt, ist gute 2 Stunden lang. Ja, ne, also ich weiß auch nicht, ob das, was er gemacht hat, jetzt intended ist. Es sah verrückt aus. Ich gucke mal, ob ich das umgesetzt bekomme. Also da hat sich die erste Shell geschnappt. So. Ne, genau, das hat er nicht gemacht. So, und dann hat sich die zweite Shell geschnappt. So. Und dann lösen wir die erste normal aus. Und die zweite gleich hinterher. Und das war schon schlecht, weil jetzt sind beide kaputt. F. Aber so in etwa. Es muss so sein, dass die hintereinander den hier auslösen, den On-Off. Weil dann passiert es auf dieser Seite, dass die Sachen runterfallen. Und dann habe ich das auch im Screen. Und dann verschwindet die Magie auch nicht, weil die Magie verschwindet... Ups. Ja, toll. Die Magie verschwindet, sobald ich hochgehe. Na, dann ist die Magie weg. Und ich muss die erste Shell, wenn sie hochschießt... Und der hat das übrigens Save-Set-Less gespielt, ne? Möchte ich nur kurz erwähnen. Nicht den Essen, sondern die Shell. Ja, und mit ihm nämlich perfekt. Oh yes. Oh yes. Ich kann gerade nicht pausieren, hä? Hä? Ist meine Enter-Taste kaputt, oder? Hilfe? Ich kann nicht pausieren, dann mache ich es halt so. Okay. Folgendes jetzt. Glücklicherweise... Ich kann nicht pausieren, es ist egal. Glücklicherweise ist es so konstruiert, dass Folgendes passiert, wenn man eine Shell hier rausschießt. Ei. Die löst das aus. Und jetzt haben wir ja hier sowohl den P-Switch als auch die Shell, weil wir jetzt ja dabei waren, während die runtergefallen sind. Ne? Jetzt kann ich also Folgendes tun. Ich kann die Shell... speichern und wie ging es weiter? Also ich muss nur eh nochmal zurücksetzen. Ich muss hier hin. So. Ich brauche ja nachher noch eine Shell. Haben wir die hier reingelegt? Ich glaube, die haben wir da reingelegt. Die müssen halt, das Problem ist, die müssen immer schnell hintereinander da das Ganze auslösen, weil sonst ist es ja so, dass der On-Off direkt wieder zurückfällt. Und dann
das hier unten ist dann offen. Und wenn das offen ist, kann die Shell nicht mehr hinterher. Das heißt, die muss dann noch drüber, während der noch nicht gedrückt wurde. Entsprechend muss das alles recht fix gehen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das so hinkriege, zeitlich. Nope. Das muss also irgendwie schneller gehen. Vielleicht drücke ich den auch schon mal zwischendurch. Vielleicht will ich den schon mal drücken. Hier kein Platz. So, irgendwie so. Den jetzt drücken ist, glaube ich, zu bald, oder? Ah, das war sowieso. Ich glaube, jetzt zu drücken ist noch zu bald. So. Ich glaube, ich muss einfach nur schneller sein. Das haut man nicht hin. Ja, und jetzt hätte ich halt noch die Shell dabei und der und auch für richtig rum, wenn sie getroffen hätte. Und dann könnte ich darüber und dann wäre die Sache erledigt. Na? Das ist der Plan. Aber wie hat der das so schnell gemacht, dass das... Wie hat der so schnell hier zwei hintereinander losgeschickt? Da habe ich irgendwie gepennt. Wahrscheinlich einfach zu langsam, Fragezeichen. Oder kann ich dafür sorgen, dass die einen längeren Weg zurücklegen? Ja, genau. Ich muss jetzt echt nochmal nachgucken. Ach, scheiße. Ich dachte, der hat das so gemacht. Was hat er anders gemacht, scheinbar? Never mind. Never mind. Oh. Mehr habe ich mir nicht angeguckt. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Ob noch ein Rätsel kommt oder keine Ahnung. Aber jetzt ziehen wir das Level durch. Ach so, jetzt muss man die offscreen. Ja, okay. Ja, wenn man jetzt nämlich hochgeht, dann screens jetzt die Zauber off. Okay, das verstehe ich auch. Wait, what? Ah, ein bisschen schneller das alles hier. Was Yoshi gerade schon geschluckt hat, war nicht so gut. Ah, da bin ich vorhin besser durchgekommen. Ja, da bin ich vorhin besser durchgekommen bei meinem ersten Anlauf. Typisch. Typisch. Wirklich typisch. Dankeschön. So, das kriegen wir aber jetzt wieder genauso gut hin. Oder halt auch nicht. Gut. So, und jetzt? Wie kriege ich jetzt die Magie weg?
denn hier von hier? Ah gut, ich kann einfach wieder drauf landen, ne? Das haut nicht, das reicht nicht, das reicht nicht. Ich bin tot. Okay, aber ich kann einfach wieder auf Yoshi landen. Ich sehe das Problem nicht. Was steht da hinten? Fein. Ich verstehe nicht ganz, was ich jetzt hier tun soll. Ah, ich komme bis nach oben. Bin ich jetzt am Leben? Ja. Wozu waren dann die Koopas da hinten? Ich habe keine Ahnung. Das war mal wieder ein Part. Danke Morsel dafür. Danke fürs Zuschauen. Und danke an Dode für die Lösung. Aber wir sind, also man muss sagen, wir sind schon nicht schlecht vorangekommen in dem Raum. Ich hatte schon ein paar Ideen. Na, bis zur Textbox hatte ich es alleine geschafft, aber dann war Schluss. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.